So, dann begrüße ich erstmal recht herzlich alle Webinar-Teilnehmer zum heutigen Spezialwebinar zu JFD Invest rund um die Butterfly-Strategie und Frank Steger. Ich heiße euch erstmal recht herzlich willkommen zum heutigen Morgenauftakt. Es gibt ja heute auch noch eine Abendsession. Insofern freue ich mich, dass ihr dabei seid und heute eben auch mal ein Stück weit den Blick hinter die Kulissen wagen wollt. Denn hier, wie gesagt, gleich mein kleines Intro-Pick. Wir haben ja mit unserem JFD Invest Portal eine Plattform gegründet, die sich doch durchaus unterscheidet von vielen anderen. Und in dem Sinne wollen wir jetzt hier auch ein Stück weit die Trader, die hinter den einzelnen Strategien stehen, durchaus ein Stück weit hervorholen und auch mal ein Stück weit eben beleuchten und auch euch zur Verfügung stellen, weil es ja letztlich um das liebe Geld geht. Und da sollte man auch durchaus eine Vertrauensbasis aufbauen. Und darum geht es, dass wir einfach heute euch mal ein Stück weit zeigen, wie es denn im Kontext mit der Strategie abläuft, wer dahinter steckt und überhaupt ein bisschen Know-how und Skills. Da freue ich mich, wie gesagt, dass ihr heute dabei seid. Recht herzlich. Ich bin Chris Kämmerer. Der ein oder andere wird mich hoffentlich kennen. Ich will auch gar nicht so viel der Vorrede von mir hier irgendwie darstellen. Insofern den Fokus für die nächsten, sage ich mal, 30, 35 Minuten natürlich dann dem Frank absolut gewidmet sei. Im Vorfeld, und das haben wir auch bei ihm wahrscheinlich auch nochmal in den Slides, ist natürlich der Risikodisclaimer, weil, und das ist natürlich beim manuellen diskretionären Trading hochgradig wichtig, aber auch beim Investieren. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, welchen Button er drückt, beziehungsweise welche Strategie er adaptiert und auch welcher Strategie er folgen will. Und darum geht es auch generell beim Risk Disclaimer. Ihr müsst natürlich wissen, dass wir hier in einem Margenmarkt sind und dass natürlich hier auch andere Renditen erzielt werden können, als man sie beispielsweise vom Bausparer oder eben von Niedrigzinsprodukten kennt. Aber wir liefern euch natürlich hier Möglichkeiten, um wirklich eine Alternative zu schaffen zu diesem zinsarmen, schrägstrich negativen Umfeld. Jetzt hat man unlängst gelesen, ja, die Commerzbank geht auch mit Negativzins an Kleinkunden heran. Und das sind einfach Zeiten, wo man sein Geld ein Stück weit anders arbeitet lassen sollte. Und da haben wir neben unserer eigenen Vermögensverwaltung, die ja auch hausinterne Produkte hat, eben hier JFD Invest geschaffen, liebe Leute. Lasst mich da mal kurz, bevor das im Speziellen dann hier der Frank übernimmt im Rahmen seiner Strategie Butterfly, lasst mich kurz hier auf generell JFD Invest eingehen für die, die es noch nicht kennen. Hierzu starten wir selbst auch mehrmals im Monat in Englisch und Deutsch auch so eine Art Einführungswebinare, wo es eben auch darum geht, wie man mit der Plattform umgeht, beziehungsweise diese erreicht. Generell hier, seht ihr das hier oben, haben wir unser Multi-Asset-Universum im Bereich Trading. Wir sind ja aus der Brokerbranche gekommen, haben uns jetzt transformiert zur Bank und neben dem, dass wir Just Fair and Direct eben hier auf dem Wege sind, Transparenz in die Branche zu bringen. Und das haben wir in der Brokerindustrie geschafft, gemacht, als Game Changer, wie es so schön heißt. Das machen wir jetzt im Prinzip auch im Investmentbereich und Banking. Und da haben wir neben dem klassischen Marktzugang für alle die eben hier echte Aktien mittlerweile auch handeln wollen, beziehungsweise Rohstoffe, Währungen, alles in einem Setup, gibt es eben jetzt auch hier diese Investieren-Option. Und ihr müsst wissen, JFD besitzt eben seit Gründung auch eine Vermögensverwaltung mit Portfoliolizenz und dergleichen. Das ist wenigen bekannt, aber jetzt gerade im Rahmen der Bank ist es natürlich auch ein Must-Have, dass wir in diese Richtung auch weiter ausstrahlen. Und neben dieser komplett passiven Option haben wir mit JFD Invest vor mehr als einem Jahr eben eine Plattform gelauncht, die jeder von euch hier mit einem simplen Klick abfragen kann und dann sozusagen auf dieser Welcome-Page landet. Und dann ist es natürlich so, dass wir hier einfach klar darstellen, worum es geht, nämlich investieren leicht gemacht. Für alle die, die keine Zeit haben, für alle die, die sich mit dem Wissen rund ums Trading nicht auseinandersetzen wollen, aber nach Möglichkeiten suchen, eben auch Geld arbeiten zu lassen und hier vielleicht doch Einfluss zu nehmen, geht es darum, dass man hier sich sozusagen sein eigenes Portfolio zusammenstellen kann und das eben auch mit einem Sammelsurium aus Strategien. Und da gibt es relativ viele mittlerweile und es wird auch in 2020 einiges mehr kommen. Und hier reichen die Strategien eben durchaus von sehr spekulativ, ja, das seht ihr hier im Rahmen des Ertrags, aber auch im Rahmen dieser, ich nenne es hier, oder besser gesagt, die Darstellung Equity Balance Abweichung, Deviation ist praktisch der Punkt, wo man sagt, das ist vergleichbar, ist es nicht 100%, aber vergleichbar einem Drawdown, also einer maximalen Rückschlagsfähigkeit. Und da seht ihr bei dieser Strategie Hyperion zum Beispiel klar starke Performance, aber im Jahresverlauf auch nicht so mächtig gewaltig und auch hier mit zwischenzeitlichen Rückschlägen, die hier doch schon sehr stark gesegnet sind. Das heißt, sucht euch hier tatsächlich Strategien aus und da ist eben die Butterfly auch eine sehr, sehr solide Strategie.
mit starken Kennzahlen, wo man wirklich sagen kann, da steckt was dahinter und das wollen wir uns eben heute hier genau anschauen, wie das im Prinzip abrennt, so will ich es mal sagen. So, die Informationen im Rahmen dessen, wie man hier auch weiterkommt, beziehungsweise das Ganze konnektiert, wie gesagt, da gibt es Webinare und einfach auch mal 10 Minuten mit dieser Landingpage auseinandersetzen, dann habt ihr im Prinzip die elementaren Unterschiede und was ich noch zum Abschluss sagen will, wir haben ja auch hier die Branche ein Stück weit revolutioniert. Es sind Echtgeldkonten, es gibt keine Demo-Spielgeldkonten. Die Strategien werden geprüft, was aber auch definitiv nicht vor Verlusten schont sozusagen. Es kann auch Rückschläge geben, das muss jeder wissen. Deswegen diversifiziert durchaus und aber sucht euch auch Strategien an, mit denen ihr oder aus vielmehr, mit denen ihr auch dann ruhig schlafen könnt sozusagen. Der Prozess ist relativ simpel und der Marktzugang natürlich dann geebnet, sodass ihr einfach als Portfolio-Manager die Strategien adaptieren könnt und euch gern einen Kasten daraus zusammenstellt. Und ein wichtiger Bestandteil des Kastens kann eben auch die Butterfly-Strategie sein vom Frank. Und da würde ich eben gleich mal den Bildschirm rübergeben, sodass er ein Stück weit das erklärt, wie er dazu gekommen ist, wer er ist und was er macht. Insofern, Frank, dein Mic ist an. Sag doch mal ein kurzes Hallo in die Runde. So, hallo, hört ihr mich alle? Hört ihr Ich mich, Chris? höre dich ausgezeichnet. Kurz gibt es mal Feedback in den Chat, ob ihr den Frank auch hört an der Stelle. In der Trading-Branche duzen wir uns sehr, sehr. Deswegen fange ich jetzt hier mal nicht das Siezen an. Bitte seht es mir nach, wenn wir den einen oder anderen haben, weil ich und Frank, wir kennen uns da auch schon ein Stück länger. Insofern passt das. Nico, schreibt diesbezüglich gern unserem Support. Support at jfdbank in einem Wort.com oder .de. Da kriegst du auf jeden Fall weitere Infos für die interne Vermögensverwaltung. Ansonsten möchte ich jetzt den Bildschirm rübergeben. Insofern, Frank, Obacht geben. Jetzt kannst du gleich deine Bildschirmauswahl treffen. Ich ernenne dich nämlich jetzt mal Ja. zum Moderator. So. Liebe Leute, jetzt geht's gleich los. Dann haben wir den Slide vom Frank, beziehungsweise vielmehr das, was er uns denn heute hier darstellt, vor Augen. Genau, da sehen wir eine PowerPoint. Passt perfekt. So, Sieht dann man meinen würde Bildschirm? absolut perfekt. Du bist gut zu hören. Das Feedback ist auch da. Läuft alles. Bild zu sehen, Ton da. Ich würde sagen, du kannst jetzt loslegen. Und nochmal der Aufruf, liebe Leute, so ein Webinar, neben dem, dass ich und Frank hier einfach mal uns absprechen und kommunizieren können, habt ihr natürlich die Möglichkeit, mit dem Chat auch Fragen zu stellen, die ich dann weitergebe. Und insofern wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Kennenlernen. Und ich freue mich drauf, was Frank uns jetzt hier zu präsentieren hat. In dem Sinne, the stage is yours. Also, vielen Dank, Chris, nochmal für die Überleitung und dann auch noch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu dem Webinar heute, wo ich die kurze Möglichkeit habe, mich vorzustellen, meine Strategie vorzustellen. Sie wird jetzt nicht im Detail sein. Wenn Sie da im Nachgang noch Fragen haben, einfach eine kurze E-Mail entweder an der Chris und JFD oder zum Schluss zeige ich Ihnen auch noch, was für eine neue Möglichkeit ich Ihnen bieten werde. Insbesondere auch für kommende Investoren der Strategie. Na, was ist jetzt los? Genau, hier dann nochmal kurz den Risikohinweis, den soeben du, Chris, schon vorgestellt hast. Ich denke, den kann ich jetzt einfach überspringen. Dann vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Frank Steger. Ich komme aus dem Schwabenland. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich das ein oder andere Wort im Schwäbisch verwende. Ich bemühe mich jetzt im Webinar sehr Hochdeutsch zu sprechen und ich freue mich, dass Sie jetzt einmal alle hier sind. Sehr Ich bin gut. jetzt, Sie sind sicherlich verwundert, ich bin 21 Jahre alt, für Sie jetzt wahrscheinlich ziemlich jung, aber ich habe schon die ein oder andere Erfahrung gemacht in der Finanzbranche, im Bankensektor, deswegen bin ich momentan auch beim Sie. Sobald ich eben Vorträge habe, ist es automatisch bei mir drin. Deswegen, ich bleibe beim Sie jetzt momentan. Sehr gut. Und Sehr gut, Frank. genau. Entschuldigung, dass ich gleich interrupte, aber so bist du natürlich gleich am Ball. Das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber ich kenne auch den Christoph Enslin, mit dem wir auch Webinare machen, auch klassisch aus dem Bankerbereich und er muss das genauso machen. Sobald er den Switch auf Vorträge oder auch Webinare hat, dann kommt er nicht aus dem Sie raus. Also insofern, dann war das ein falsches Intro von mir, aber Respekt, Frank, insofern holst du bestimmt jeden ab. Wunderbar. Ja, genau, so ist es bei mir eigentlich auch. Sobald ich bei Vorträgen oder auch kurze Webinare bin, ist im Kopf das Sie drin.
Das Du würde nicht gehen, es würde beim zweiten Mal das Sie wieder kommen. Das wäre gleich beim Sie. Dann vielleicht ganz kurz zu dem Thema, wie ich überhaupt zugekommen bin, an der Börse zu investieren. Das war früher ganz klassisch, wie im Fernseher und wie es in verschiedenen Filmen bei Wolf of Wall Street war, wie kommt man ganz schnell zum Geld, zum ganz großen Geld. Das kennen Sie sicherlich auch, der ein oder andere hat sich die Frage bestimmt auch schon gestellt, zu Beginn seiner Trading-Karriere, wenn der ein oder andere vielleicht Trader hier dabei ist. Meine Antwort, das ganz große und schnelle Geld gibt es nicht am Börsenhandel und wer es kann und wer das schafft, der hat meinen größten Respekt verdient. Umso mehr setze ich auf die solide Strategie Butterfly mittlerweile, da dazu gleich mehr. Und wie ich dann allgemein noch dazu gekommen bin, ich habe verschiedene Bücher gelesen, zum Beispiel Murphys, kann ich sehr empfehlen, das Buch. Ich habe an zahlreiche Seminare teilgenommen von selbsternannten Gurus und so wie es wahrscheinlich auch der ein oder andere schon erlebt hat, an zahlreiche Broker-Messen teilgenommen, an Broker-Tests, Demokundus bei verschiedenen Brokern gehabt und hier vielleicht auch der Tipp, schaut, bei welchem Broker ihr handelt. JFD ist wirklich sehr zu empfehlen, die Ausführung ist 1A. Und deswegen war dann auch die Entscheidung, zu JFD zu gehen. JFD, kein Market Maker, also sehr zu empfehlen. Dann die Frage, welche Finanzprodukte handle ich überhaupt, habe ich mir gestellt. Am Anfang binäre Optionen, funktioniert nicht wirklich. Dann in die Schiene Aktien. Für Aktien gab es nicht wirklich früher für den MetaTrader 4 die Möglichkeit, Aktien überhaupt zu handeln. Und so bin ich dann zu Währungen gekommen. Habe allerdings, muss man wirklich betonen, sehr viele Rückschläge erlitten im Konto, als ich manuell gehandelt habe, weil einfach auch die Zeit irgendwann dann ein Faktor war. Und das Wissen hat sich aber immer stetig aufgebaut aufgrund der Seminare, die im Nachgang würde ich behaupten, nicht wirklich viel gebracht haben, außer der psychologische Faktor, den man dort immer vermittelt bekommen hat. Was wirklich viel gebracht hat, waren Bücher. Und durch diese Bücher ist mein Wissen eben angestiegen, dann durch die Erfahrung, wo ich eben auch im Börsenhandel dann selber gehabt habe, ging die Erfahrung immer weiter nach oben und komischerweise der Kontostand nach unten. Und so hat sich eine divergente Kurve aufgebaut. Mein Kontostand wurde weniger, mein Wissen hat sich aber immer mehr vermehrt und ich wusste gar nicht, was ich falsch mache. Das war, wie gesagt, ich saß von morgens bis abends dann am Computer und habe gehandelt. Dabei rausgekommen ist aber am Ende des Tages irgendwann ein Minus. Und dann habe ich mich entschieden, die manuelle Strategie, wenn ich mich wirklich dran halten würde, an die Strategie, die ich mir selber entwickelt habe, dann würde sie funktionieren. Das Problem war dann aber auch, es war unheimlich viel Aufwand und unheimlich viel Zeit, die man investieren muss. Und diese Zeit hatte ich nicht, weil irgendwann abends um 20 Uhr sitzt man da und denkt, bleibe ich jetzt sitzen oder höre ich einfach auf und höre ich mit Minus auf, war das keine Option. Und dann musste ich bis 22 Uhr, bis 23 Uhr vorm PC sitzen und irgendwann wurde es zu viel. Und so habe ich mich dann entschieden, aufgrund meiner manuellen Strategie einen Expert Advisor daraus zu entwickeln. Und dieser Expert Advisor ist jetzt mittlerweile bei JFD Invest im Einsatz und ich habe ihn Butterfly EA genannt. Und vielleicht ganz kurz für Sie zur Info, für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, was überhaupt ein Expert Advisor ist. Ein Expert Advisor kann man pauschal als Programmcode nennen. Man kann es auch als Algorithmus bezeichnen oder eben als vollautomatisierter Handel von Finanzprodukten. Vollautomatisiert bedeutet eben, dass ich nichts mehr oder nicht mehr den manuellen Eingriff tätigen muss und mein Expert Advisor eben die Positionen automatisch öffnet, verwaltet
und auch wieder geschlossen oder diese Position wieder automatisch schließt. Und das ist einfach ein ganz klarer Vorteil, weil ich so eben nachts auch nicht mehr am PC sitzen muss. Und deswegen kommen wir nun auch schon zu den Vorteilen, wo ich aus dem Butterfly EA gewonnen habe und von den Vorteilen Sie letztendlich als Investor von den Vorteilen Sie auch profitieren können. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Der Butterfly EA basiert auf meiner manuellen Strategie, die ich entwickelt habe. Er wurde dann von professionellen Programmierern letztendlich programmiert. Zur finalen Strategie habe ich dann noch Finanzmathematiker dazu geholt, weil ich sehr auf die Wahrscheinlichkeit fixiert bin auch. Und dazu sage ich Ihnen aber gleich noch mehr. Vielleicht ganz kurz der Fakt, dass manuelle Trader etwa nur zu 10% im Retail-Geschäft erfolgreich sind. Und der Grund würde ich begründen, warum ich mit dem Butterfly EA so erfolgreich bin, würde ich behaupten, ist einfach der Fakt, dass der Expert Advisor emotionslos an der Börse handelt, emotionslos reagiert. Insbesondere bei sehr volatilen Märkten neigt man schon als manueller Trader, das spreche ich aus eigener Erfahrung dazu, einfach mal ein Long- oder Short-Trade einzugehen, obwohl er vielleicht gar nicht sinnvoll ist oder obwohl er überhaupt nicht zur Strategie passen würde. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der Butterfly EA hält sich strikt nach der Strategie, die ich ihm vorgegeben habe. Er handelt nicht willkürlich und die Eröffnung der Positionen erfolgt immer sofort ein Signal ausgelöst wurde. Das hat für mich einfach den ganz klaren Vorteil, dass ich nachts zum Beispiel gar nicht am Computer sein kann. Sollte aber ein Signal ausgelöst werden, wird die Position durch den Butterfly EA sofort automatisch ausgeführt. Das ist auch der Punkt 24.5 und deswegen ist es einfach der ganz klare Vorteil. Sie profitieren 24 Stunden am Tag davon, von Montag bis Freitag. Sonntagabend geht es wieder los an der Börse und Sonntagabend wird auch meistens schon direkt wieder eine Position eröffnet. Was wir hier noch dazu sagen können, ist, dass wir eben diesen Butterfly EA ausschließlich auf Live-Kunden getestet haben in der Testphase. Wir haben keine Demo-Kunden verwendet und wir handeln ausschließlich mit dem Butterfly EA auf Live-Kunden. So wie es ja der Chris schon gesagt hat, auf JFD Invest gibt es keine Demo-Kunden. Dieses Konto, das Sie auf JFD Invest von Butterfly sehen, ist ein 9.500 Euro Live-Konto. Das, was Sie jetzt vielleicht am meisten interessiert, ist der Ansatz der Handelsstrategie. Meine Devise lautet, Mensch und Maschine ist das Erfolgsgeheimnis für den erfolgreichen Börsenhandel. Viele denken oder haben mich auch schon gefragt, ja, ich schalte den EA morgens an und schaue in einem Jahr wieder drauf an einem Tag und ich habe 100% Gewinn gemacht. Diese Illusion muss ich leider jedem nehmen. Das wäre schön so, ist es aber nicht. Man muss trotz eines Expert Advisors, also einem Algorithmus, trotzdem als Mensch dahinter stehen, täglich analysieren, was passiert an der Börse, wie ist das geschehen. Und das muss man einfach als Mensch beachten, als Mensch auch noch entscheiden, welche Nachrichten sind zum Beispiel so extrem volatil, dass man lieber sagt, man gibt dem Expert Advisor eine Pause. Hier möchte ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen, zum Beispiel bei den Wahlen in Großbritannien. Das wäre einfach für mich nicht tragbar, dieses Risiko einzugehen, denn mein Bestreben ist stets danach, den Drawdown so gering wie möglich zu halten. Und ich denke, mit unter 10% haben wir das in über einem Jahr geschafft, den Drawdown gering zu halten. Und deswegen überwachen wir den Algorithmus M täglich. Wir schauen uns die Nachrichten an. Und so
können wir nicht ausschließen, aber das Risiko minimieren, einen höheren Drawdown zu bekommen. Was macht jetzt unser Expert Advisor, ist ja die große Frage. Man kann es pauschal zu, als Headline, als Topic in die technische Analyse einordnen. Er analysiert im meisten die Widerstände und Unterstützungen in den Charts von M30 bis H4 eigentlich. Und so bekommt er dann im Hintergrund immer diese Trigger ausgelöst, wann er welche Positionen eingehen soll. Hierzu habe ich Ihnen auch gleich ein Beispiel als Grafik auch gezeigt, das Sie dann live bzw. als Screenshot sehen können. Wir nehmen auch nur die umsatzstärkste Währungspaare in unser Portfolio mit auf und wir nehmen auch korrelierende Währungspaare mit auf. Hat den Vorteil, wenn es in einem korrelierenden Währungspaar einen Trigger gibt, gehen wir meistens im korrelierenden Währungspaar diese Position mit ein. Sie sehen, ich habe Ihnen hier unten noch zwei Grafiken eingefügt. Einmal die Grafik für Dezember der gehandelten Positionen und vom Februar diesen Jahres. Sie sehen, im Dezember haben wir den Euro-Yen, den US-Dollar-Yen und den Euro-US-Dollar gehandelt. Im Februar, sehen Sie, war eine große Trade-Anzahl, fast 50% der GBP-US-Dollar. Diesen haben wir aus Grund den Wahlen, die jetzt anstehen in Großbritannien, eben abgeschaltet, um den Drawdown zu vermeiden und um den Drawdown auch extrem gering zu halten, weil wir eben nicht wissen, wie gehen die Wahlen aus, hält der GBP an Widerständen und Unterstützungen an oder rennt er durch diese einfach willkürlich durch, was durch solche Events, Wahlen oder auch Reden von Donald Trump manchmal einfach passieren kann. Um dieses Risiko auszuschließen, handeln wir eben seit Anfang November, eher schon Mitte Oktober, den GBP nicht mehr. Wir haben ihn auch nicht vor, in den nächsten Wochen wieder aufzunehmen. Einfach, weil er uns zu volatil ist und um dieses Risiko, wie ich eben schon betont habe, zu vermeiden, dass ein höherer Drawdown entsteht als die 10%. Hier ist vielleicht noch sehr wichtig zu erwähnen, wir arbeiten in der Regel nur mit einem Equity-Stop-Loss. Das heißt, sobald wir eine Equity erreichen, die, sagen wir, 15% ist, werden diese Positionen geschlossen. Wir gehen aber davon aus, dass wir dieses Szenario nicht eintreten wird, weil eben über 80% der Trades bereits nach 10 Minuten wieder geschlossen werden. Und Sie sehen, wir haben in einem Jahr knapp 2600 Trades gemacht und 75,5% der Trades waren im Gewinn. Bei einer Haltedauer von 20 Stunden, das wird Sie jetzt verwundern, weil ich gerade gesagt habe, ungefähr 10 Minuten. Das liegt aber daran, dass wir die Positionen, sollten sie kurzzeitig im Verlust sein, werden wir diese Positionen nicht schließen, sondern wir werden warten und analysieren, beziehungsweise der Expert Advisor analysiert, wann und an welchem Punkt gibt es wieder einen Widerstand oder eine Unterstützung. Und an diesem Punkt eröffnet der Expert Advisor wieder eine Position. Der ein oder andere wird jetzt denken, das hört sich ihm sehr nach einem Grid-System an. Das kann ich nur teilweise unterstreichen und bejahen. Wir bauen die Positionen natürlich auf. Das muss man ganz klar sagen. Wenn die Position 1 mit 0,01 Lot beginnt und die Entfernung 50 Pips nehmen wir an, in 50 Pips kommt der nächste Widerstand oder die nächste Unterstützung, dann gehen wir eben mit 0,02 Lot rein in die zweite Position. Das hat auch den Grund, damit wir den Take Profit eben näher wieder ranholen. Klassischerweise würde ich nicht behaupten, dass es ein Grid-System ist,
weil wir nach einer Wahrscheinlichkeit arbeiten und nach Widerständen und Unterstützungen eben. Wenn der nächste Widerstand oder die nächste Unterstützung 30, 40, 300, 400 Pips entfernt wäre, würde die Position auch geschlossen werden. Und aus dem Grund habe ich in der vorherigen Folie auch gesagt, dass wir dieses System eben mit Finanzmathematikern abgeschlossen haben und optimiert haben, um einfach zu sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von neuen Trade und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Trades oder drei Trades dann im Gewinn enden. Und ich würde behaupten, mit 2600 Trades in einem Jahr, wo über 75% im Gewinn waren, haben wir das geschafft und die Strategie funktioniert. Ich habe Ihnen hier jetzt mal die verschiedenen Währungspaare aufgezeigt, wo wir handeln. Sie können sich links kurz die Währungspaare anschauen. Frank? Ja. Eine Frage haben wir, und zwar Jens an der Stelle. Ich interrupte mal, aber erstmal sehr schön. Also positives Feedback durch die Bank bis jetzt, alles fein. Bekommt man Info, wenn der ER abgeschaltet ist, fragt der Jens. Genau, das wollte ich am Schluss sagen. Ah. Das werde ich dann aber jetzt fortziehen. Und zwar werde ich eine Instagram-Seite eröffnen, die heißt fx-butterfly. Dort werde ich dann alle Infos zu aktuellen Positionen, zu bevorstehenden News seitens der Butterfly-Handelsstrategie und auch zu sonstigen User-Fragen noch beantworten, falls dort User-Fragen dann aufkommen. Und dort werde ich dann zum Beispiel auch mitteilen, GBP-US-Dollar wird in 2 Wochen wieder beginnen zu handeln oder eben GBP-US-Dollar wird ausgesetzt, beziehungsweise momentan läuft er ja nicht, aber Euro-US-Dollar wird ausgesetzt aus diesem und aus diesem Grund und Euro-US-Dollar wird wieder aufgenommen, wenn dieses Event Donald Trump, EZB-Rede, Lagarde heute zum Beispiel vorbei ist. So, die Frage beantwortet oder? Ich denke ja. Erstmal tolle Aktion. War mir jetzt auch nicht bekannt, dass du da insta-technisch was aufstellst. Aber jetzt kommt gleich ein Feedback. Klaus an der Stelle. Super. Es gibt eben auch Leute, die sind ein Stück weit Social Media, ich nenne es mal Verweigerer sind, aus diversen Gründen. Optional ist auch eine E-Mail-Möglichkeit gegeben im Rahmen Updates und Infos. Können wir auch anbieten. Absolut. Mhm. Das ist dann einfach vielleicht im Nachgang, dass wir zwei uns dann nochmal absprechen. Ja, also es ist jetzt, das, ja. Wenn ich gerade sage, Klaus schreibt gerade super, gebe ich dir auch recht, das ist aber etwas im Rahmen der Transparenz, die wir als, sage ich mal, mittlerweile Bank eh pflegen und hegen. Trink ruhig einen Schluck, Frankie. Ist es im Prinzip so, dass wir das auf jeden Fall natürlich auch erwirken können, hier noch einen Beitrag dazu zu leisten mit Instagram. Das war mir, wie gesagt, jetzt auch nicht bewusst, aber das sind eben Sachen, die sich erschließen, die sich erarbeiten, wenn man da eben kooperiert. Und ich hätte auch spontan die Idee, dass wir das natürlich auch auf deiner Landingpage, die wir ja sozusagen haben für die Strategie, wo ihr, liebe Leute, euch auch angemeldet habt, dort werden wir praktisch dann auch ein Video noch hinterlegen, beziehungsweise da auch Kontaktinformationen diverser Art, eben zum Beispiel zu den Social Medias oder eben mit der E-Mail-Registratur. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Nach dem Motto, ich möchte per E-Mail auf dem Laufenden gehalten werden und dann hinterlegt sie einfach eure E-Mail und dann passt das am Ende des Tages schon. Info über Telegram wäre schon gut. Also Telegram ist auch eine Option, das ist ja etwas, es ist immer mehr im Fokus, aber dazu ganz kurz, stimmen wir uns auf jeden Fall ab und alle, die dabei sind, erhalten ohnehin die Infos. Genau, würde ich auch so sagen, dass man dann im Nachgang einfach auch für die Leute, die kein Instagram mehr haben, die Möglichkeit bietet, dass man da einfach dann vielleicht im Nachgang von dem Video dann an die Teilnehmer nochmal die Infos rausschickt, wie man die abholen können, weil wir wollen ja schließlich alle abholen. Mhm. Und ich denke, da finden wir dann eine Möglichkeit, dass man aber die alle auch abgeholt Absolut. Bekommt. Absolut. Dann, wie gesagt, weiter im Fluss. Wir sind ganz Ohr. Genau. Dann hätten Sie jetzt sicherlich die Folie schon betrachten können. Und dann brauche ich nicht mehr allzu lang und ausführlich darüber berichte. Sie sehen einfach ganz links die Währungspaare, aus denen wir einfach maximal immer 4 Stück auswählen
einfach aus Volatilitätsgründe und auf ausgrund von Korrelationsgründe nicht mehr nehmen. Und wie gesagt, einfach aus dem Hintergrund, wir könnten alle laufen lassen, könnten wir, wollen wir aber nicht, aus dem Grund, dass sich dann das Risiko erhöht, dass der Drawdown größer wird. Und wir wollen, unser Ziel ist stets unter 10% bleiben. Und Sie sehen jetzt zum Beispiel, dass wir zum Beispiel den US-Dollar, Schweizer Franken können Sie eigentlich ausblenden. Aber die andere, ich sag mal, den Euro-US-Dollar, den GBP-US-Dollar, den Neuseeland-Dollar und den US-Dollar-Yen am meisten handeln. Und Sie sehen auch im Hintergrund, wie viel Profit mit den jeweiligen Währungspaaren erzielt worden ist. Ich habe Ihnen hier jetzt vom 10.12., das war vorgestern, ein Live-Screenshot aus den offenen Positionen gemacht. Wir sind hier im Euro-Yen, im M30-Chart unterwegs gewesen und Sie sehen hier oben war eine Sell- oder ist eine Sell-Position eröffnet worden. Das war auch im JFD-Invest-Konto. Sie sehen hier, wir sind hier, der aktuelle Tag gewesen, ist die Sell-Position eröffnet worden. Und warum ist diese hier eröffnet worden, sehen wir ganz klar und ganz deutlich. Einfach aus Grund diesen markanten Punkten hier. Ich hoffe, man sieht meine Maus, oder Chris? Die ist in jedem Fall ist die gut zu sehen, absolut vorbildlich. Genau, und wir sehen hier einfach, das war ungefähr am 6. Dezember. Und hier sehen wir, es war am 5. Dezember und diesen Punkt haben wir am 10. eben wieder erreicht. Und aus diesem Grund sind wir hier short unterwegs gewesen. Und hier sehen Sie auch nochmal die Position 1. Na, jetzt ist meine Bildschirmpräsentation, jetzt ist sie wieder da. Und hier sehen Sie auch nochmal rangezoomt einfach diese Position, damit man auch sieht, dass es wirklich soll und nicht in die Beirichtung war. Im nächsten Beispiel habe ich einfach den US-Dollar-Yen reingenommen, der Screenshot um 19.40 Uhr gemacht. Hier sehen wir einfach eine Buy-Position aufgrund der Positionen, zum Beispiel hier auch am 6. Dezember. Und was auch noch mit ausschlaggebend war, war hier der 2., 3. Dezember. Und diese Marken haben einfach dann den Ausschlag gegeben. Die sind hier am 6. Dezember nochmal, hier nochmal am 6. Dezember auch rangelaufen. Und deswegen einfach hier die Buy-Position. Sie sehen die Strategie eigentlich ganz simpel. Widerstände, Unterstützungen im ersten Fall mal in erster Linie. Und aus diesem Grund eben die Buy-Position im US-Dollar-Yen. Dann zur nächsten Seite der Performance. Sie sind ja sicherlich auch interessiert, wie es momentan mit der Performance aussieht. Hier möchte ich noch ganz kurz eins betonen. Ich bin und wir im Hintergrund sind davon überzeugt, dass Performance die beste Werbung der Welt ist. Sie haben es sicherlich mitbekommen, Anfang Januar war ein Flash Crash im Yen. In den Medien wurde auch berichtet, Auslöser waren Algorithmen. Solche Flash Crash kommen leider manchmal am Markt vor. Da muss man vorbereitet sein. Und es war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar nachts. Das heißt, wir haben in diesem Moment geschlafen und haben von dem Flash Crash nicht mal etwas mitbekommen. Dazu möchte ich Ihnen gleich noch mehr sagen. Und dann habe ich Ihnen einfach nochmal einen kleinen Ausschnitt eingefügt, dass Fondsmanager 2018 keine Figur gemacht haben. Lassen Sie sich das einfach auf sich wirken. Schauen Sie, wo Sie investieren, bei was Sie investieren. Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen jetzt einfach mal die Performance von uns zeigen in einem Jahr. Ich habe gerade gesagt, im Januar war der Flash Crash im Yen. Wir hatten hier, sieht man auch leicht, einen Equity-Ausschlag nach unten. Der hat sich aber wirklich sehr in Grenzen gehalten. Es waren keine 2% Drawdown.
wo wir hier eingefahren haben, trotz des Flash Crashes. Und deswegen würden wir behaupten, wir sind hier wirklich sehr gut aufgestellt mit unserer Strategie. Sie sehen, immer wieder gab es kleine Equity-Ausreißer nach unten. Diese bewegen sich im Schnitt aber zwischen 1-2%. Was Ihnen sicherlich auch auffällt, ist dieser große Ausreißer hier nach unten. Dieser war letztendlich die Schuld, warum wir einen Drawdown von knapp 10% erreicht haben, 9,44. Ich möchte die 10% gar nicht in den Mund nehmen, sonst wären wir schon zweistellig. Aber der Grund, muss man ehrlicherweise auch sagen, war hier der GBP. Wir haben im Mai einen ziemlichen GBP-Abschwung und eine ziemliche Volatilität in eine Richtung gesehen. Und diese war letztendlich auch Auslöser dieser Equity-Rückgang, beziehungsweise wir haben diese Positionen am Schluss trotzdem noch mit Gewinn schließen können. Und wir würden behaupten, dieses Jahr 2019, das wir jetzt hinter uns haben, das ist da jetzt fast vorbei. Hier vielleicht auch noch der Hinweis an Personen, die bereits investiert sind. Wir werden in den nächsten Tagen den EA abschalten und um einfach dem Risiko an den Weihnachtsfeiertagen und über das neue Jahr aus dem Weg zu gehen. Denn einfach viele Marktteilnehmer sind nicht mehr am Markt und das Risiko wird zum Beispiel erhöht für einen Flash Crash. Und um einfach das, aus dem Weg zu gehen, werden wir abschalten, alles komplett und ziehen uns auch sozusagen in die Weihnachtspause. Frankie? Ja? Eine Frage habe ich, aber erstmal, also beachtlich, ja. Also ich meine, du bist ja, wie gesagt, sag mal, 21 Jahre jung, muss man sagen. Und dennoch ist das natürlich eine Erkenntnis, die hoffentlich jeder mal mitnimmt an der Stelle. Ich meine, wir als Bankbroker sind interessiert, dass Volumen, Umsatz da ist, dass der Händler handelt, dass die Trader handeln. Aber ich meine, das ist ja schon mal wirklich mega vernünftig zu sagen, Moment, ich gehe auch in die Weihnachtspause, weil eben wirklich in den nächsten 2-3 Wochen Illiquidität herrscht und der Flash kriegt, das ist in der Tat richtig, das ist in der Nacht passiert. Da hat es viele Dollar-Pairs, insbesondere auch den Yen erwischt. Das hing auch mit den Apple-Zahlen zusammen. Und dann hatten wir ja auch den, sagen wir mal, schwächsten Index-Handelsmonat beim S&P 500 seit Jahrzehnten oder seit overall. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kritischer Dezember gewesen. Und deswegen muss man da auch wirklich Obacht geben. Und da mal abzuschalten, ist definitiv mehr als sinnvoll. Wir hatten aber auch einen aufmerksamen Zuschauer, der sich offenbar ein Stück weit mit Algos auch beschäftigt. Der hat gesehen in deinem Vorslide, dass da Sleeping Bear stand. Was hat es denn damit auf sich? Also beziehungsweise mit der Bezeichnung des Genau. Hier oben steht ja immer der Name vom Expert Advisor. Da hat der Zuschauer wirklich sehr genau aufgepasst. Der Expert Advisor heißt wirklich FX Sleeping Bear. Das war der Gedanke, wie der Expert Advisor auch wirklich heißt. In der ERSH-Programmierung haben wir uns dazu entschieden, diesen Expert Advisor als Haupt-Expert Advisor Sleeping Bear zu nennen, um einfach dann Unterprodukte zu gestalten, wie die Butterfly-Strategie mit dem Butterfly EA, der aber vom Sleeping Bear abstammt. Und der Sleeping Bear ist letztendlich der Butterfly EA, er heißt nur anders und es wird auch in naher Zukunft ein Projekt mit Sleeping Bear kommen und es wird sich aber nichts ändern, außer die Einlagesumme. Okay, vielen Dank. Super, dann wollte ich eigentlich die gar nicht weiter groß unterbrechen, aber weiter im Text und danke dafür. Das Feedback ist angekommen. Genau, super. Einfach vielleicht in der Performance nochmal zusammengefasst. Wir hatten ein sehr schwieriges Jahr 2019 mit wirklich sehr viele volatile Märkte, insbesondere, oder volatil ist jetzt vielleicht auch der falsche Begriff, weil wir hatten auch die unvolatilsten Zeiten und die Ranges waren auch wirklich sehr gering. Aber desto trotz würde ich behaupten, die Performance kann sich absolut sehen lassen, insbesondere auch aufgrund den Geschehnissen, die wir in der Welt hatten. Wir hatten das ein oder andere Mal wirklich ein twittert oder auch ein Donald Trump-Tweet, der nicht gerade die Börsen beflügelt hat und insbesondere auch nicht die Währungsmärkte beflügelt hat. Und desto trotz sehen wir 2020
wirklich sehr positiv. Wir sind jetzt bei knapp 20% dieses Jahr rein von Januar bis Dezember stand jetzt. Und vielleicht schaffen wir die 20% noch, sollten wir sie nicht schaffen. Wir sind optimistisch, dass wir 2020 wieder 20% erreichen werden. Und sind wir gespannt? Steigen Sie mit ein, schauen Sie, wo Sie investieren, überlegen Sie es sich. Und wie gesagt, jetzt vielleicht noch der kurze Hinweis, wo die Frage aufkam auf Instagram, fx-butterfly, habe ich heute Morgen noch ins Leben gerufen, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass so eine Frage kommen wird. Deswegen, Chris, habe ich das sehr spontan gemacht, aber ich denke, in unserer Branche, in unserer Szene muss man auch manchmal spontan sein und offen für Neues. Und deswegen diese Seite fx-butterfly, wo eben die Infos rund um die Butterfly-Strategie bei JFD Invest erscheinen werden. Von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Ich hoffe, ich konnte Sie ein kleines Stück in die Welt von Expert Advisor Butterfly und JFD Invest einen kleinen Einblick geben oder führen, genau, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Die ersten Follower kommen bereits, das freut mich und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sollten keine Fragen mehr sein, verabschiede ich mich jetzt schon an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Super, also boah, toll gemacht, es war eine Premiere, ich sage vielen Dank an der Stelle, Frank, für die Zeit, für die Infos. Ich denke, also aus meiner Sicht wenig Fragen übrig geblieben. Also die aufkamen, haben wir direkt beantwortet, beziehungsweise keine Frage übrig geblieben. Aufgrund der Transparenz, wer noch Interesse hat, kann jetzt die Frage nutzen. Ansonsten, wie gesagt, über den Support at jfdbank.com auch im Nachgang gerne noch Fragen zu stellen, wenn welche zu stellen sind, jederzeit stehen wir offen zur Verfügung. Und ich muss auch recht herzlich Danke sagen an eben den Content, an die Zeit. Frank, vielen Dank, super gemacht, ganz großes Tennis, wie man so schön sagt. Und insofern liegt es jetzt bei euch, liebe Teilnehmer, einfach da auch mal auf der Plattform herumzustöbern und jetzt eben auch ein Stück weit eine Konnektivität mit der Butterfly-Strategie und dem Kopf dahinter zu haben. Und dem gibt es eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Performance outstanding, wie ich finde. Also ich sag mal, wenn du das die nächsten 10 Jahre weiter so beibehältst, Frank, dass du so 20% bei einem Drawdown von 10 erwirtschaftest, dann, sage ich mal, rangierst du mit unter den Hedgefonds, Top-Hedgefonds der Welt. Also insofern toi, toi, toi. Ich freue mich, dich da an Bord zu haben und auch Feedback hier direkt von Dirk. Prima, danke auch von der Carola, vom Bernd, also super, vielen Dank. Wenn ihr da auch noch Anregungen habt, gern per E-Mail im Nachgang. Und noch eine Frage hier, ob es die Präsi auch im Nachgang vielleicht sogar gibt. Das wäre noch eine Frage, die gerade jetzt aufkam, Frank. Wie sieht es da aus? Ich denke, da können wir sicherlich was arrangieren. Entweder die Person dann direkt über Instagram mit mir in Kontakt tritt oder eben über eine Nachgang-E-Mail von seitens Support JFD, dass man da vielleicht, wie man es uns dann auch absprechen, wie man das macht, um Absolut. Die Leute auch abzuholen, wo nicht in Instagram sind, dass man da einfach dann das mitschickt. Aber ich denke, das sprechen wir im Nachgang dann nochmal. Aber wenn es die Person will, kann sie es auf jeden Fall bekommen. Super, jetzt kommt gleich noch eine Nachfrage, darum geht es ja am besten. Der Udo fragt nämlich, mit wie viel Kapital man einsteigen muss. Und ganz kurz zu Thorsten, gleich im Nachgang, die Butterfly-Strategie findest du selbst auf der Page, die ich vorhin in den Chat gestellt habe, unter den Top-besten Performance-Strategies und dann kannst du sozusagen auf den Folge-Button klicken. Vielleicht hole ich mir den Bildschirm nochmal gerade rüber. Genau. Sekunde, das mache ich jetzt mal gerade. Dann würde ich nämlich sagen, meinen Bildschirm übertragen. Dann zeige ich das nochmal. Frankie, kurzes Feedback. Siehst du den Bildschirm? Warte, da. Ich sehe ihn, ja. Super. Thorsten, wirst du auch sehen. Davon gehe ich mal aus, weil die Technik ja hier im Prinzip keine Fehler aufweist. Insofern hier schauen und dann hast du die Möglichkeit hier und die Butterfly-Strategie rangiert hier wirklich unter den Top 5, war auch schon Platz 3, Platz 2. Hier über den Folge-Button kannst du oder auch jeder andere direkt schon mal auf der Plattform JFD Invest sozusagen einfahren und da landest du auch direkt bei der Butterfly-Strategie.
Ich zeige es mal direkt, dann seid ihr sozusagen als Gast schon mal hier dabei. Um mehr kennenzulernen, solltet ihr einen Login starten. Und im Rahmen des Kapitals, Frankie, du hast sicherlich die Hausnummer parat, aber wir können es auch hier direkt nochmal anzeigen, weil es ist im Prinzip auch hier dazu gestellt und zu sehen. Genau. Genau so ist es. Und wie gesagt, weitere Details, Fragen gerne im Nachgang. Ich sage erstmal auch nochmals vielen Dank. Wir sind on the point, Frank. Besser kann man es gar nicht machen. Wir haben die Zeit exakt genutzt und insofern bleiben wir einfach in dem Sinne hoffentlich allen Teilnehmern in Erinnerung, dass wir hier das sauber dargestellt haben. Wie gesagt, Verbesserungen, Anregungen, Wünsche sind gern willkommen. Und ansonsten wünsche ich euch, wenn wir uns heute Nachmittag nicht mehr hören oder im Laufe der nächsten Tagen, auch im Namen von Frank, eine schöne Vorweihnachtszeit, kommt gut rüber und dann, gerade wenn der Algo auch ein kleines Winterschläfchen macht, nutzt die Zeit, hier euch bei JFD Invest für JFD Invest sozusagen zu registrieren, anzumelden, die Butterfly-Strategie schon mal aufzuladen, sodass ihr dann im neuen Jahr direkt dabei seid, um mit Frank sozusagen neue Renditewege zu erforschen. In dem Sinne, allen eine gute Zeit. Ich schalte das Webinar gleich auf oder vielmehr ab und sage danke in dem Sinne und eine gute Zeit euch allen.